Eine UV-Maniküre von Neonail hält bis zu 21 Tage ohne Splitter und ohne Kratzer. Wir zeigen dir Step by Step, wie du bei deiner UV-Maniküre vorgehst, um das beste Ergebnis zu erzielen und verraten, was du unbedingt vermeiden solltest, sowie echte Hacks für den perfekten Halt. Zuerst fängst du damit an, deine Nagelhaut vorsichtig mit einem Rosenholzstäbchen zurückzuschieben. Danach feilst du deine Nägel mit einer Feile der Körnung 180 in Form und kannst sie anschließend mit einem Buffer mattieren. Achte hier aber besonders darauf, den Bereich um den Nagelwall gründlich zu mattieren, damit der UV-Lack eine bessere Haftung bekommt. Wenn du damit fertig bist, entfernst du den entstandenen Nagelstaub ganz einfach mit einer in Cleaner getränkten Zillette und trägst dann eine dünne Schicht der Base deiner Wahl auf. Achte hierbei besonders darauf, nicht zu viel Druck aufzuwenden, damit das Produkt nicht in den Nagel rankommt. Läuft. Das Ganze lässt du dann in der LED-Lampe aushärten. Ganz wichtig ist es hier, nach diesem Schritt die Nägel nicht zu cleanern. Nun kannst du eine Schicht der Farbe deiner Wahl auftragen und diese wieder in der Lampe aushärten lassen. Für ein perfektes Ergebnis trägst du eine zweite dünne Schicht der Farbe auf und lässt sie wieder in der Lampe aushärten. Um deine Maniküre nun optimal zu versiegeln, nimmst du dir einen Topcoat zur Hand und trägst diesen vorsichtig auf. Hierbei solltest du vor allem darauf achten, die freie Nagelkante zu ummanteln, um Liftings zu vermeiden. Diesen kannst du nun für 90 Sekunden aushärten lassen und die Schwitzschicht mit dem Cleaner entfernen. Und schon hast du eine perfekte Maniküre, die bis zu 21 Tage hält. In der Infobox und hier findest du alle Produkte aus dem Video. Klicke den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und schau dir weitere Tutorials zu neuen Styles an.